So. Ihr kennt ja alle diese Sirenen, wenn die Feuerwehr, Polizei oder Krankenwagen kommen. Na, diese Dü-Dü-Dü-Dü-Dü war ja bei mir auch schon mal im Hintergrund gewesen. Und diese Dinge heißen Martinshörner. Woher kommt eigentlich der Name? Martinshorn. Das kommt von einer Firma Martin, die nämlich diese Signalhörner vor vielen, vielen Jahren gebaut hatte. Ja, also als die Signalhörner aufkamen, war das also die Spezialfirma für diese Hörner. Deswegen, was war das jetzt gerade? Deswegen heißen die Martinshörner. Was wollte ich haben? Ich wollte Schilder haben. Ich wollte... Kürbisse haben. Okay, haben wir nicht. Kürbislaternen haben wir aber. Gut, dann wollte ich noch ein paar bisschen Laub haben. Ist auch nicht mehr viel da. Fichtennadel. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Für drei Lampen reicht es noch gerade. Okay, der Name kommt also von der Firma Martin. Die gibt es jetzt übrigens immer noch. Ihr braucht einfach nur mal Martinshorn eingeben bei Google. Dann kommt ihr auf die Seite. Und da gibt es auch einen ganz interessanten Film bei YouTube von der Firma. Die zeigt nämlich, wie sie so ein Signalhorn herstellt, beziehungsweise diese Tröte da außen. Ich weiß nicht, wie der Fachbegriff ist. Das stand da auch. Also ist ganz interessant, mal zuzugucken, wie sowas hergestellt wird. Alles ein bisschen im Zeitraffer oder im Schnelldurchlauf, aber man sieht das, ist schon beeindruckend, was die Leute so machen können. Also Hebel, die brauchen wir jetzt wirklich nicht mehr. Tun wir hier mal rein, da haben wir schon wieder noch mehr. So, was wollte ich haben? Schilder. Schilder. Gemälde haben wir noch. Wunderbar, dann gehen wir mal wieder dahin. Ja, und dann kam die Frage auf, auch in diesem Video, ist übrigens von Opa Zeron gewesen, das Video, wie kann man denn die Martinshörner unterscheiden? Also, Martinshorn und Martinshorn, zum Beispiel Polizei, Feuerwehr, hört sich ja unterschiedlich an. Ist das jetzt, woran liegt das? Gibt es da unterschiedliche Frequenzen oder was auch immer? Ich glaube mal nicht, dass es da unterschiedliche Frequenzen gibt. Muss doch ein bisschen vorsichtig sein hier mit dem Licht. Hier machen wir mal auch noch eins hin. Oder? Nee. Hier ist das jetzt blöd. Denn hier ist ja die Essensausgabe. Okay, das reicht ja dann wohl da mit Licht. Wir können hier hinten noch einen irgendwo in die Ecke machen. Oder hier oben drauf. Das wäre auch mal was. Da oben noch einen hin. So, dann haben wir ja wohl alles schön ausgeleuchtet. Dessert. Ah, so. Dessert auf Deutsch. Nachtisch. Oder hier. Hauptgericht machen wir mal hier hin. Hauptgericht. Hauptgericht. Das Essen hier übrigens im Krankenhaus ist umsonst. Ja, wieso das denn? Da muss er doch für bezahlen. Nein, das ist umsonst. Ein Service des Servers hier. Vorsuppe.
Das Essen wird von Nitrado gespendet. Freuen wir uns alle drüber. So, da gibt es eine Vorsuppe, Hauptgericht und Dessert. Und dann könnte man hier nochmal irgendwann mal was abstellen, wenn wir mal was haben. So, damit haben wir die Kantine fertig. Hier fehlt natürlich noch die Mauer. Und hier könnte man auch mal so ein bisschen abtragen. Denn hier braucht man den Rand, den Wegesrand müssen wir dann noch hier hinsetzen. Dieses Sandsteinzeugs. So, dann können wir hier auch gleich mal die Böschung so ein bisschen anpassen. So. Ja, so, wie kann man denn die unterscheiden überhaupt? Ja, die haben eine andere Frequenz oder was? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube es nicht, denn die Signalhörner werden doch sicherlich alle in Massenproduktion hergestellt. Und sollten eigentlich von der Tonfolge identisch sein. Also bei Wikipedia steht, sie haben ein GIS-A oder irgendeine Tonfolge ist das. In Österreich übrigens höre ich da irgendwie Monster. In Österreich übrigens haben die In Österreich haben die unterschiedliche Tonfolgen. Also Feuerwehr, Polizei und sowas. Das hatte ich auch, steht auch bei Wikipedia drin, wusste ich noch nicht. Es soll auch dann ja in Deutschland noch eine andere Tonfolge geben. Das ist dieser Ton, den man auch bei der amerikanischen Polizei hat. Der soll ja auch eingeführt werden. Aber nicht, da soll man dann nicht Platz machen, sondern anhalten. Das sind dann also zwei verschiedene Signaltöne. Der eine Ton, wie gehabt, anhalten, der andere Platz machen. Und was haben jetzt Martinshörner mit Astronomie zu tun? Relativ viel. Schon mal was von der Rotverschiebung gehört? Also, wenn ein... So, hier machen wir mal Büro rein. Hier, Untersuchungszimmer oder sowas. Und hier OP-Raum. Wie mache ich einen OP-Raum? Ach du liebe Zeit. Also, da brauchen wir sehr viel Platz. Denke ich mal, wir brauchen sehr viel Licht. Das heißt, da könnte ich dann wirklich noch meine restlichen Glowsteine für verwenden. Gucke ich mal, wie viele Glowsteine ich noch habe. Ja, wenn ihr also eine Polizei oder Feuerwehr an euch vorbei rauschen hört, dann hört ihr ja. Ja, also wenn sie kommt, hört sich das heller an. Wenn sie fährt, hört es sich dunkler an. Warum? Schallwellen breiten sich ja im Raum aus. Ja, wenn ich also jetzt zu euch rede, dann geht die Schallwelle ins Mikrofon und wird dann da elektronisch aufgezeichnet. Und wenn ihr euch das wieder anhört, dann geht der Schall wieder aus euren Lautsprechern raus oder aus dem Kopfhörer und kommt dann an eurem Ohr an. Und das geht also nur, weil, was schwingt denn da so? Das ist, was wellt sich denn da? Das ist die Luft, das sind die Luftmoleküle, die schwingen. Wenn keine Luft da wäre, würdet ihr auch keinen Ton hören. Also im Weltraum kann man jetzt den anderen nichts zurufen, ja, selbst wenn sie jetzt keine Raumanzüge auf hätten, sondern da so rumschwimmen könnten im Weltraum. Da ist keine Luft, da kann sich also auch kein Schall fortbewegen. So, tun wir mal das da wieder rein.
So, was brauchen wir denn überhaupt im Moment mal nicht? Das sind mal diese Dinger, ja. Und das sind mal diese flachen Dinger. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Was haben wir noch hier? Diese Schwarzeichentreppen könnte man noch gebrauchen. Das Schnee. Ja, also der Schall bewegt sich mit einer bestimmten Wellenlänge. Das ist schon wieder dunkel. Ja.